Der Kollege Axel Trost redet jetzt für die Fraktion Die Linke. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, alles in allem stehen wir hier vor einem recht mutlosen Gesetzentwurf. Das liegt in ganz erheblichem Maße daran, dass eine relativ mutlose EU-Vorgabe national umgesetzt werden muss, wobei nach wie vor die Frage auch immer ist, welche Rolle auch die Bundesregierung bei der Entwicklung solcher EU-Vorlagen spielt. Ich will aber nicht verschweigen, dass wir uns durchaus freuen, dass zumindest die Einwände von Opposition und den Sachverständigen dazu geführt haben, dass es zumindest über die 5% jetzt hinaus doch zu einem größeren Selbstbehalt kommt. Dennoch sind wir der Ansicht ganz eindeutig, dass dies wesentlich zu wenig ist mit den 10%. Das EU-Parlament war sich relativ lange fraktionsübergreifend einig, dass 20% eigentlich die richtige Zahl wäre, bevor dann sozusagen die Brüsseler Lobbyistenmaschine systematisch gearbeitet hat und den Wert dann gedrückt hat. Insofern haben wir in unserem Antrag einen Selbstbehalt von 15% plus dem Anteil der Tranche mit dem höchsten Risiko, weil wir das als Gesetzentwurf entwickelt haben. Und das heißt, dass wir bei 20 oder sogar bei riskanten Geschäften über 20% liegen. Des Weiteren, und das ist uns noch viel wichtiger, wollen wir ein konsequentes Verbot der Wiederverbriefung. Es ist gerade das wiederholte Um- und Neuverpacken von ohnehin wackeligen Immobilienkrediten gewesen, die globale Finanzkrise ausgelöst hat. Diese Praxis der systematischen Risikoverschleierung muss endlich abgestellt werden, und dazu dient unser Änderungsantrag. Lassen Sie mich, weil ich aber nur 4 Minuten habe, zu unseren Entschließungsanträgen zur Finanztransaktionssteuer kommen. Wir haben von Herrn Brinkhaus gehört, und das ist völlig richtig, dass es ein sehr schwieriges Vorhaben wird, die anderen EU- oder europäischen Partner oder Europartner zu überzeugen, zu einer solchen Steuer zu kommen. Deswegen ist es natürlich ungeheuer wichtig, dass die Bundesrepublik wirklich mit einheitlicher Stimme oder mehr oder weniger einheitlicher Stimme sprechen kann. Und da ist es ein Unterschied, ob ein Finanzminister oder eine Bundeskanzlerin nur verhandelt oder ob man sagen kann, der Deutsche Bundestag ist der Ansicht, dass eine bestimmte Position zu ergreifen ist. Und da finde ich es schon ein großes Problem, dass wir seit langem in Belgien, dass wir seit langem vom französischen Parlament, dass wir seit neuerem vom österreichischen Parlament entsprechende mehr oder weniger einmütige oder einstimmige Beschlüsse hinbekommen haben und dass wir das gerade in dieser jetzt zugespitzten Situation hier in der Bundesrepublik nicht hinbekommen. Denn das heißt letztlich wirklich, sich nicht entschieden für diese Steuer einzusetzen. Und dann werden wir später hören, wie kompliziert das auf nationaler Ebene ist. Dazu haben Sie ja die ganzen letzten Monate immer argumentiert, dass man das nur weltweit oder bestenfalls europaweit machen könnte. Und deswegen finde ich trotzdem noch einmal, gehen Sie wirklich da noch mal in sich. Man muss sich das wirklich vorstellen. Wir haben einen Entschließungsantrag der Linken mit sämtlichen linken Abgeordneten darauf, die sagen, wir unterstützen die Bundesregierung in diesem Vorhaben. Also mehr Einheitlichkeit kann man doch eigentlich nicht bieten. Aber wir, ja, dann haben Sie es ja jetzt wenigstens mitgekriegt. Aber wir befürchten hier doch ein relativ abgekartetes Spiel, das zumindest im Sommer dann so ist, dass Herr Brinkhaus und Teile der CDU durchs Land laufen und sagen, selbstverständlich sind wir für eine Finanztransaktionssteuer, während Herr Sänger und die FDP durchs Land läuft und sagt, wollen wir doch mal sehen, wir werden das schon verhindert kriegen. Und das führt letztlich dazu, dass diese Steuer nicht umgesetzt werden kann. Und das finde ich wirklich schändlich. Dankeschön. Gerhard Schickert.